Es ist das Spiel der Spiele in der Bayernliga. TC Dachau gegen den TC Pfarrkirchen, der Tabellenerste gegen den Tabellenzweiten. Und das Spitzenspiel bestreiten ein Ukrainer und ein Franzose, den man kennt. Hello everyone, I'm very happy. It's the first year I'm playing club matches here in Germany, in Bavaria. So it's very nice, sunny, in the middle of the trees. Very good ambiance, nice people, so I'm pretty happy to be here. Stefano, heute ist ein ganz besonderer Tag. Erklär mir mal, warum. Warum? Sehr guter Club, sehr gute Wetter und ich spiele gegen eine sehr gute Spieler. Natürlich, das ist das Beste. Cedric Piolin, hast du jemals in deinem Leben schon mal gegen einen Top-5-Mann gespielt? Ja, habe ich gegen Sergio Bruguera als Junior gespielt und knapp verloren in Barcelona. Echt? Ja, okay. Also 4-6, 4-6, aber habe ich gekämpft und ich hoffe, dass mindestens ich werde kämpfen heute auch. Genau, ich wollte jetzt nämlich fragen, was hast du dir vorgenommen für heute? Puh, nichts Besonderes, wirklich einfach versuchen, spielen guter Tennis. Okay, dann mal viel Erfolg und ich gebe dir einen Tipp. Stops. Okay, ich werde versuchen. Mach ich sicher, werde das machen. Okay. No. You don't know? I don't know him. I will discover now. Okay, I wish you the best. Thank bye you. Bye. Tja, und dann geht es auch schon gleich los. Ukraine. Yes, he told me. Der Franzose muss erstmal seinen Gegner abchecken, begrüßen. Im ersten Satz liegen die Vorteile auf Seiten des Franzosen. Allerdings, es ist relativ knapp. Nur ein Break, das macht der Franzose und den ersten Satz gewinnt Cedric Piolin mit 6-3. Im zweiten Satz dominiert keiner der beiden Spieler, es kommt zum Tiebreak. Und nun Matchball. Am Ende gewinnt Cedric Piolin 3-6 und 6-7. Ich spiele darauf an, dass wenn er es brauchte, hat er einfach Gas gegeben und Punkte gemacht. Ja, aber er hat auch gemacht ein paar Fehler. Also wenn du willst wirklich selbst Druck machen zum Gegner, dann du erhöhst dein Risikoniveau und dann du kannst. Also ich würde ehrlich sagen, ich bin zufrieden, nur dass wirklich, das war schon Tiebreak. Tiebreak, das ist 50-50 und wirklich habe ich von 1-5 bis 5 beide gekommen. Und ne, 4-6, dann 6-5. Ja, 6-5. Also ganz knapp. Ich würde ehrlich sagen, dass ich bin zufrieden, dass noch immer ich kann wirklich produzieren gutes Spiel und in wichtigen Momenten, ich kann auch selbst spielen ganz gute Bälle. Ja, gratuliere dir. Ich hoffe, das Publikum war zufrieden, dass die haben gesehen. Das war ein schönes Spiel. Dankeschön. Am Ende gewann der TC Pfarrkirchen deutlich das Spitzenspiel mit 8-1 und ist damit aufgestiegen in die Regionalliga. Für den TC Dachau und für Cedric Piolin war es dennoch ein sehr schönes Erlebnis an einem schönen Tag, der uns lange in Erinnerung bleiben wird.